So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen Popöchen. Heute gibt es mal Musik von Life is Strange 2 und The Awesome Adventure of Captain Spirit. Denn heute gibt es die vierte Episode von Life is Strange 2 und die werden wir natürlich streamen, Inka und ich. So, aber jetzt sind wir erstmal bei Drogo. Das war jetzt mal ein kleiner Programmhinweis heute Abend. Life is Strange 2 auf unserem Kanal. Ich dachte, ich hätte es leiser gemacht. Wieso ist es denn heimlich lauter? Ich verstehe es einfach nicht, Kinders. Ich verstehe es nicht. So, hier oben zippen. So. Sie lächelt mir erfreut zu und steht auf, um die Rechnung zu bezahlen. Genau. So, sie einladen. Da war ich stehen geblieben. Ich halte sie auf und bezahle selbst. Natürlich lasse ich sie nicht die leckeren Getränke bezahlen, die durch Drogo einen faden Beigeschmack bekommen haben. Ich spüre, wie mich Drogo ansieht, während ich meine Jacke anziehe. Ich weiß, dass er es ist, der mich ansieht. Die Anzeichen sind deutlich. Das Brennen im Nacken, das Prickeln auf meiner Haut. Das Bier. Okay, ja. Als wir draußen sind, verspüre ich ein komisches Gefühl. Ich bin fast ein wenig enttäuscht, das Drogo hier zurückzulassen. Als würde die Aufregung verfliegen. Was genau ist eigentlich mein Problem? Was genau geschieht mit mir? Is it love? Ich genieße die warme Septemberluft. Die Nächte sind noch immer klar, aber schon bald wird das nicht mehr so sein. Sarah sucht auf ihrem Handy einen netten Ort, wo wir hingehen können. Aber ich denke, sie kennt sich hier aus. Ah, ich habe was gefunden! Gehen wir zu Fuß? Ja, es ist nicht weit. Ja, das ist so klischeehaft. Dann huscht es nachher so von Ecke zu Ecke. Eine dunkle Gestalt und hüpft über die ganzen Häuser. Und dann steht die auf einmal in der leeren Gasse. Gefahr. Ist das auch vernünftig? Laut der Bartley-Brüder ist die Stadt ja ein gefährlicher Dschungel für junge Mädchen. Ich sehe sie spöttisch an und muss über mich selber lachen. Manchmal sind sie echt albern. Altbacken. Albern ist auch gut. Keine Sorge, ich kenne die Stadt wie meine Westentasche. Und ich kann mich auch wehren. Das ist cool. Ich kann Karate. Ich bin verdutzt. Ist sie etwa eine verdeckte Ermittlerin? Das würde all die Fragen klären, die sie ständig stellt. Wir laufen ein paar Schritte und ich muss an das denken, was in der Bar passiert ist. Die ganze Zeit, während ich mich mit Drogo duelliert habe, hat Sarah sich zurückgehalten, ist nicht eingeschritten. Ich habe zwar nicht wirklich auf sie geachtet, aber normalerweise ist das nicht ihre Art. Das Ganze hat mich also schon ein wenig überrascht. Und wenn ich es mir genau überlege, fällt mir auf, dass sie nie einschreitet, wenn es um eine Sache mit den Bartolis geht. Als würde sie jede direkte Konfrontation mit einem von ihnen scheuen. Sarah? Vielleicht ist sie eine Vampirjägerin. Nee, dann wäre das ja andersrum, ne? Denkst du, dass du mir dein Geheimnis eines Tages verraten wirst? Sie nimmt sich auf einmal zurück und flüchtet in die Stille. Sie will mir irgendwie nicht antworten. Ich verstehe, dass du nicht darüber reden willst, aber hör auf, mir andauernd zu sagen, dass nix sei. Ich bin weder blind noch blöd. Entweder du packst deine Koffer und gehst oder packst deine Koffer und fährst. Sicher, aber ich bin nicht... Sicher, aber ich bin noch nicht bereit dazu, über all das zu sprechen. Und ich kann dir auch versprechen, dass... Ich kann dir auch nicht versprechen, dass ich es eines Tages sein werde. Okay, zumindest sind die Dinge jetzt klar. Einen Moment lang trübt sich ihr Blick. Weißt du, ich schließe nicht so schnell Freundschaft mit jemandem. Ich habe gelernt, nicht anderen nicht so einfach zu vertrauen. Das überrascht mich nicht. Eigentlich ist sie ja sehr extrovertiert. Aber du wirkst schon sehr gut vernetzt. Ich dachte, dass du im Gegenteil sehr viele Freunde hast. Oh, ist das schon wieder soweit, ja? Dann lass uns mal gucken. Ja, noch mehr Werbung geht's ja gar nicht, oder was? Okay. Minispiel. Kriegen wir schnell hin, liebe Freunde? Das ist die Frage. Mitch. Mehr Gewinne. Samantha hat geschnappt.
Ich hätte trinken, ich hatte gerade den Kick gehabt, ne? Ich dachte, jetzt gewinnen wir gleich beim ersten Mal. Das wäre zu cool gewesen. Samantha hat geschnappt. Jetzt wird es lange dauern, Freunde. Jetzt wird es richtig lange dauern. Mehrere gewinnen. Ah, ich weiß nicht. Da ist sie nicht. Yay! Zum dritten Mal. Also dreimal. Und dann hat es funktioniert. Geil. Also dafür kriege ich ja echt mal einen Daumen nach oben oder was, ne? So. Nochmal schnell ein Video angucken. Ja, geht weiter. Nicht so wie beim letzten Mal. So, 130 Flocken haben wir hier gewonnen. Geil, oder? Genau. Ich kenne eine Menge Leute, also Menschen, oh geil, Menschen, mit denen ich mal abhänge. Aber Freundschaft ist für mich noch einmal etwas ganz Besonderes. Das ist eine starke und ernsthafte Bindung, fast schon etwas Magisches. Ich habe das Ganze noch nie unter diesem Blickwinkel betrachtet, aber warum nicht? Tut mir leid, du hältst mich jetzt vielleicht für eine Verrückte. Nee, nur abgelehnt. Nein, ganz und gar nicht. Ich verstehe, was du sagen willst. Wir sind doch keine Freunde. Ihre Erleichterung macht mich glücklich. Doch ich habe gar keine Zeit, mich näher damit auseinanderzusetzen. Auf einmal höre ich nämlich das Rufen einer Eule, das mir irgendwie bekannt vorkommt. Ja, warum ist Glubsch wieder da? Das ist Drogo, Alter. Der kann sich in Eulen verwandeln. Gab es nicht einen griechischen Gott, der sich in Tiere... Zeus, der hat sich doch in Tiere verwandelt, um Sex mit Frauen zu machen, mit Menschenfrauen. Das war so, genau. Und somit hat er nämlich die ganzen Belger gezüchtet, hätte ich beinahe gesagt, ne? Genau. Bastarde. So. Oh, hast du das gehört? Die Eule? Ja, ich glaube, ich bin ihr vor kurzem schon mal begegnet. Du bist einer Eule begegnet? Sie wirkt verwirrt und sieht mich eigenartig an. Sie ist in mein Zimmer geflogen. Das hättest du sehen sollen. Das wäre echt bizarr. Sie ist erst eine Weile um mich herumgeflogen, hat sich dann auf meinen Schrank gesetzt. Sie war wirklich fantastisch. Ich hoffe, dass ich sie wiedersehe. Ich habe wirklich etwas Verbindendes zwischen uns gespürt, als hätte Glubschi verstanden. Wie geil. Als hätte Glubschi verstanden, was ich gedacht habe. Warte, du hast dir einen Namen gegeben? Ja, Glubschi. Schade, schon vorbei. Ja, wird cool werden, ne? Wenn die Eule auf einmal wieder auftaucht. Aber ich glaube, das ist das Drogo. Das glaubt ihr auch, ne? Also, meine lieben Leute, das war's auch schon wieder für heute. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ja, das erste Mal seit langem wieder im Auto. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, Freunde!